Thank you for the invitation. Thank you for all of you here. I'm Ali Ahmed from Hamburg, Lamborghini in Hamburg. Ja, vielen Dank an alle euch für die Einladung. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Ich bin Ali Ahmed von der Gruppe Lampedusa in Hamburg. And also I would like to thank our brother from Lampedusa, Berlin, and also other two refugees that came from München. They talk about the family review. And also many of the people that make a speech, they talk about deportation, and they talk about the renewal of families, and also they talk about the racism and discrimination. Ich möchte mich auch nochmal bedanken bei meinen Brüdern und Schwestern von Lampedusa in Berlin und bei den Refugees und Akteuren aus München, die da waren, die für die Familien gesprochen haben, die gegen Deportation gesprochen haben und sich einsetzen für die Rechte von Geflüchteten. But really, let us to talk about what happened in Germany, in Deutschland, clearly. Let us to make like this. Many of us are refugees, especially those people that come 2011, victims of NATO War 2011 in Libya. Und lass uns aber nochmal darüber sprechen, was hier in Deutschland passiert. Sehr viele, die von uns gekommen sind, wir sind die Opfer des Krieges 2011, des NATO-Krieges in Libyen. Deutschland or Germany. Germany, you have peace, you have development, you have progress, you have education, you have resource, and you live comfortable. Why? Because you have peace. This your peace, only 72 years. From the first world, the second world, 1935, 39 up to 1945. The war in 1945. Up to now, 72 years. Ja, was ist hier in Deutschland? In Deutschland habt ihr Frieden. Seit 72 Jahren habt ihr Frieden. Es ist so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es hier Frieden. Ihr habt Frieden, ihr habt Wohlstand, ihr habt Bildung, ihr habt eigentlich alles, was man braucht, um sich wohl zu fühlen oder theoretisch in Würde leben zu können. Because of this peace of this time, 72 years, you don't have civil war. You don't have any problems, you don't have any economical issues because you have peace. You benefit from the peace, you have your resource, you have your education, you have your good life, comfortable, and also you build your democracy. Ja, und seit diesen 72 Jahren habt ihr Frieden und davon profitiert ihr. Ihr habt das aufgebaut, ihr habt keinen Bürgerkrieg, ihr habt keine Form von Krieg hier gehabt, ihr habt deshalb diesen Wohlstand, ihr habt deshalb die Bildung und ihr konntet deshalb das Land weiterentwickeln, nur weil es diesen Frieden gibt. We as immigrants, as refugees, what we need the peace only. We don't like, we don't like any support of you. For all the European countries, all the European governments, what we need is just leave us alone. We know what happened in Africa. We destroy Africa by German weapons. We know that very well, by European weapons. We know this clearly very well. Was wir brauchen von euren Regierungen, was wir brauchen von den europäischen Regierungen ist, lasst uns doch alleine, wir können uns selber entwickeln. Wir brauchen nicht eure Unterstützung, weil was ihr uns gebracht habt, sind zum Beispiel die Bundesrepublik, die Bundesregierung, sie bringt Waffen nach Afrika, mit denen dort die Kriege geführt werden und deshalb lasst uns doch einfach in Ruhe. And we know, all this decision is taken by who? By the Jewel government. Who? Jewel government. CDU, SPD, Green Party, FDP, and other parties, maybe I forgot. Those parties, they destroy our life. Really, and let me put it like this. Those parties, they destroy our life. If you go to back a little bit, 2011, the war in Libya, CDU and FDP. And we, the victims of these two parties. Und wer ist es, der unsere Leben zerstört? Das sind die Parteien, die CDU, die FDP, die SPD und die Grünen. Ihr seid es, die das Leben zerstören. Wer war es, der den Krieg in Libyen unterstützt hat, infrastrukturell 2011? Es waren genau die Parteien, die da an der Macht waren, die an dem Punkt eben unser Leben zerstört. Und weil ihr unser Leben zerstört, sind wir hier. And we as Lampedusa Group in Hamburg, we are victims of many things. Victims of discrimination, victims of racist control, victims of Green Party, victims of SPD. This policy, who can stop it?
You, the citizen of Germany, you have to change these parties, change this government. There is no any democracy government. This is capitalism. I can see many homeless people, many jobless. People don't have accommodation, less income. There is no any kind of benefit. As I'm a refugee, if I go Caritas, I will see German citizen homeless. If I go to work, I see German jobless. All those people, why the question? Well, we have to ask ourselves, why your democracy, those homeless people, jobless people, they didn't benefit from the democracy? What is the problem? Ja, und es ist so, dass wir Lampedusa-Gruppe in Hamburg, wir sind Opfer von vielen. Wir sind Opfer des NATO-Krieges in Libyen, von Rassismus, von rassistischen Kontrollen. Auch sind wir Opfer von der SPD und den Grünen, die in Hamburg den Senat stellen. Und was habt ihr hier eigentlich? Was könnt ihr machen? Ihr könnt doch eigentlich das System hier ändern. Ihr könnt die Parteien ändern, weil hier gibt es Kapitalismus und ihr sagt, ihr habt Demokratie. Aber ihr seid diejenigen, die das ändern könnt, dass in dieser Demokratie gibt es viele Obdachlose. Es gibt viele Leute, die keine Arbeit haben. Viele Leute, die nicht wirklich in Würde leben können. Und dann wird gesprochen von einer Demokratie. Das ist aber ein Widerspruch. Und ihr seid diejenigen und an euch ist es, und das wollen wir auch von euch als Unterstützung, ändert das. Ändert die Machtverhältnisse. And we as immigrants, we know what's happened. Really, you don't have democracy. You have capitalism system is war. We know this very well. Capitalism system is war in all Europe, especially in Germany. The democracy is very less. It's controlled by capitalism, by people that they have their interest. They don't care about our life as immigrants. Also, they don't care about you as homeless people, as jobless people, less income, many problems, medical care, all these problems we know from capitalism system, and you have to change a little bit. Und im kapitalistischen System gibt es eben keine Demokratie. Es ist nicht wirklich Demokratie. Die Demokratie ist auf ein Minimum zusammengeschrumpft, weil es gibt einige, die an der Macht sind und die kümmern sich nicht um uns als Migrantinnen. Die kümmern sich nicht um die Obdachlosen. Die kümmern sich nicht um diejenigen, die keine Arbeit haben. Und deshalb ist es doch wichtig, versucht zumindest, dass ein klein bisschen das sich ändert, dieses System. And the last, I would like to say thank you for all of you, for anyone participate for this Lampedusa Moon Group Party, Lampedusa Moon Group Party and Music, and thank you for all your coming here to support us as immigrants. Don't get my thanks in wrong way. I didn't thank police, I didn't thank SPD, I didn't thank Green Party or CDU. I say thank you for you people that are supporting the human right. Und ich bedanke mich nochmal bei all diejenigen, die hierher gekommen sind. Ich bedanke mich nochmal bei denen, die das organisiert haben und die Technik machen hier bei dieser Party. Und ich denke auch, versteht meinen Dank nicht falsch. Ich bedanke mich nicht bei der Polizei, ich bedanke mich nicht bei der SPD, bei den Grünen und bei der CDU. Nein, ich bedanke mich bei euch Menschen, die sich engagieren dafür, dass wir alle respektvoll und würdevoll zusammenleben können. Vielen Dank. Let us to come together, really. Let us to fuck the capitalism. We can get better world, better life. Let us to come together. We are the power, not the capitalism the power. We are the power, not the political parties, not the police. We, the social movement, we can change many things if you come together. And also today, I can see many of us as refugees, as immigrants, people starting understanding what's going on, what's happened here in Europe. Thank you again. One thing, we are Lampedusa Group, we have our documentary film. We want to record our history, what's happened to us, and also migration issues 10 years ago. All this stuff, we want to protect it. We want to show the fact what's happened to us in European policy. Thank you very much. This is Ali Ahmad from the group Lampedusa in Hamburg. Ja, ich bedanke mich nochmal sehr bei euch dafür, weil wir sind eigentlich die Kraft. Die soziale Bewegung ist die Kraft. Wir Menschen hier sind die Kraft, nicht die Politiker sind die Kraft. Nicht die Polizei ist die Kraft, nein, wir haben die Kraft, auch die Welt zu verändern und das ist sehr wichtig. Und ich wollte noch eins sagen, als Lampedusa-Gruppe in Hamburg, wir sind ja jetzt schon einige Jahre hier und wir dokumentieren gerade unsere Geschichte und zwar werden wir einen Film machen, in der wir unsere Sicht auf die Geschichte erzählen. Nicht wie es die Medien machen, nicht wie es verfälscht ist, sondern unsere Sicht und das ist auch ein Teil dieser Kraft. Wir sind die Kraft. Vielen Dank.